Der Glückskeks entsteht wie folgt. Der Glückskeksteig wird aufdressiert, in den Ofen geschoben, angebacken, dass du leicht goldgelben Rand bekommst. Dann holst du ihn aus dem Ofen raus, legst die Grußbotschaft dort rein und dann fängst du an zu falten. Nach dem Falten legt man ihn in die Muffinform, damit er sich nicht wieder aufdehnt. Das Vermaledeite daran ist wirklich, dass man sie nur formen kann, wenn der Teig noch weich und warm ist. Sie dürfen noch nicht zu kalt sein, weil dann brechen sie. Es sieht einfacher aus, auch wenn man die Zutaten liest. Nicht spektakulär, allerdings dieses Timing, diese Fingerfertigkeit an den Tag zu legen, großer Respekt. Ich weiß nicht, ob ich es rausnehmen soll. Hast du mal versucht, draufzufassen? Weil die müssen ja, dass du sie biegen kannst, müssen ja noch weich sein. Ich würde die nehmen. Dann nimm es raus. Super. Doch der Knackpunkt ist das Falten. Scheiße. Nee, ist zu kross. Genau im richtigen Moment muss man die verbrieften Kekse über den Glasrand klemmen. Nur dann entsteht die richtige Form. Eine Frage von Sekunden. Und eine Frage der Dicke. Das werden Glückssteine, werden das. Jetzt muss ich mal bei der Konkurrenz gucken. Der ist falsch geknickt. Wie? Nicht so. Der muss gerade und dann musst du den so. Ups. So, ihr Lieben, ihr habt Halbzeit, noch 37 Minuten und 30 Sekunden. Nein! Komm jetzt, komm! Ah. Der sieht geil aus. Aufs Glas und los. Der ist schon zu hart. Schnell rüber, schnell rüber. Ich zitter so. Leute, Franzi hat einen Glückskeks. Hör auf. Schade, ich habe keinen. Franzi hat den ersten Glückskeks. Oh, zeig mal. Da, da. Ah. Alter Falter. Ekaterina holt sich vor ihrer ersten Faltung bei den anderen Promis Inspiration. Die Konkurrenz ist groß. Im Fall von Pascal 2,3 Meter. Aber egal, wie sehr man in die Runde schaut, am Ende muss man selbst den richtigen Moment erwischen. Zu dünne Kekse brechen. Zu dicke Kekse lassen sich kaum formen. Es ist verflixt. Ich glaube einfach, dass die zu dick sind. Aber der ist doch mega. Nein, der ist scheiße. Bist du witzig? Jürgen immer mit seinem der Scheiße. Ich nehme die von Jürgen, er kann meine haben. So, ich möchte hier noch nicht parteiisch werden, aber leider sieht es bei allen noch gut aus. Wenn es jetzt so weitergeht, auch bei der dritten Aufgabe, muss ich schon mal einschreiten. Bei einer muss er fliegen am Ende. Herr Boschmann, was ist denn das für ein Hühnerschiss da drauf? Du hast ein ganz besonderes Talent, immer dann zu kommen, wenn ich gerade einen Fehler gemacht habe. Das ist nicht in Ordnung. Willkommen beim großen Promi-Backen. Ja. Für einen Mann seiner Größe arbeitet Pascal Hens auffällig oft in Bodennähe. 5 Kekse müssen der Jury am Ende präsentiert werden. Okay, die kannst du vergessen. Die im Rezept beschriebene Backfarbe lässt Interpretationsspielraum zu. Leicht goldbraun, komm, gib ihm. Salz gleich sofort hinterher. Und los. Mach Gas. Jetzt schnell den Spruch rein und knicken. Komm schon. Ich habe einen Glückskeks! Ich habe Glückskeks gemacht. Super. Der sieht sogar super aus. Ja, der sieht okay aus, danke. Wenn es läuft, dann läuft es. Der sieht gut aus. Ich habe einen Glückskeks. Jawohl! Wenn ein Promi mal nicht aus dem Knick kommt, eilt sofort Hilfe herbei. Nee, Barbara, du musst das hier, das muss die Kante haben. Welche Kante? Da mit der Kante draufsetzen. Da? Ja, so? Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich danke, ich liebe dich. Bussi. Bussi. Die Jury ist nebenan und schon fängt der Erste an zu schummeln. Ich habe jetzt 3 Kreise auf eine Matte gemacht. Ich bin richtig krass. Krass. Luca, steht da nicht 2 pro Backblech? Ist mir doch scheißegal, ich mach 3. Nein. Nur 2 pro Backladung. Kein Witz jetzt. Warum sollte es denn da stehen, nur 2 pro? Ich habe die ersten 2 verkackt, also musste ich handeln. Ich glaube, das Problem ist, wenn du die rausholst, die werden so schnell trocken. Meine 2 hat schon nicht funktioniert. Hab da was angezettelt. Jürgen besinnt sich auf seine Kernkompetenz. Die kriegen jetzt einen kölschen Spruch von mir. Et, küt, wie, et, küt. Und Karma ist eine Bitch. Ich schreibe noch einmal, Werder Bremen ist toll drauf. Jetzt habe ich mir so schöne Sprüche einfallen lassen, aber die wissen ja nicht, von wem die Sprüche sind. Also die Sprüche bringen mir ja gar nichts. Fällt mir jetzt gerade mal ein, weil die verkosten ja mit verbundenen Augen. Aber die kennen ja, die wissen schon an Geschmack, wer was gemacht hat. Die Jury probiert, allerdings nicht mit verbundenen Augen, Jürgen, Kekse von jedem Glückskeksteller. Dabei wissen sie natürlich nicht, wer welchen hergestellt hat. Möge der Beste gewinnen. Milski, das hast du gut gemacht. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich das nicht gefaltet kriege. Schafft Luca das Triple? Und was sagt die Uhr? Beziehungsweise die Enie. Liebe Promis, ich weiß nicht, ob das Glück euch hold ist. Ihr habt noch 10 Minuten. Nein! Was? 10 Minuten, 8 braucht noch mein Keks. Mir ist jetzt wieder die Zeit weggelaufen und ich weiß nicht, wo die hin ist. Die Zeit, die gute Zeit. Es tut mir leid. Aber egal, wie knapp es ist, ein Gentleman tut seine Pflicht. Jürgen, sag mir einfach, wie geht das nochmal? Erst die Kanten oben zusammenkleben. Ja. Hier die Kante. Ja, genau. Und jetzt? Wohin? Dann das. Nein, das. Ja. Ja. Okay, schnell. Ein Tanz auf dem Vulkan würde Ekaterina wohl leichter fallen. Barbara arbeitet an einer Punktlandung. Ihr fehlt genau noch ein Keks. Was macht denn die Konkurrenz da? Der ist falsch. Ist der falsch? Ja. Erzähl, wie? Wieso? Ja, die hast du richtig gemacht. Die sind richtig und ja. Der ist falsch. Und der Wieso? Ist mittendrin. Das ist doch eh so genauso, oder? Den hast du so gebogen ja. Und die hast du so gebogen. Ah. Sie sind sehr individuell geworden. Passend zu mir. Mirjas Kekse haben ebenfalls einen persönlichen Touch. Mann, der ist kacke. Okay, so sieht normal kein Glückskeks aus, aber sehr kreativ. Von der Form sind die schöner wie das Original, finde ich. Danke, Jürgen. Kannst du das dann noch mal lesen? Von der Schrift her könnte Daniel auch Arzt sein. Ja, I love Jung. Jury. Ach, Jury. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid schon bei der Auswahl. Ihr sucht die schönsten raus, denn ihr habt nur noch 2 Minuten. Nein, ich hab's gewusst. Es könnte sich ausgehen, es könnte sich ausgehen. So, und jetzt, mein Schatz, gehst du da hinein und gibst dann Frieden. Ah! In wenigen Sekunden ist Schluss. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 und stopp. Hände weg vom Gebäck. Oh, wie krass, Alter. Du hast einen richtig geilen Teig gemacht, ne? Hm, aber da brechen sie auch so auf. Ist ja irrelevant, aber das ist richtig harmonisch. Was ein Drama. Hölle, nix Glückskekse, Unglückskekse. Aber ich hab's geschafft. Immerhin. 75 Minuten purer Stress, ich bin am Ende. Wer macht denn auch bitte einen Glückskeks zu Hause? Ich nicht. Ich will's ja nicht übertreiben, aber ich bin die Mutter von einem Glückskeks. Guck mal hier, Freudentränen. Ich bin happy. Bescheuert. Das ist ein Glückskeks. tree.